mal was. Okay. Ja, mein Name ist Manuela Jessica Ming. Wissen nicht viele. Ich bin immer nervös bei so Fragen. Da wird alles so. Immer schön lecker. Lecker. Ja, du musst dann die Fragen stellen, Daddy. Wie beim Weihnachtsvideo. Alle schön geredet, oder? Charlie, René Bisang, und da kam ich. Piep, 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 piep. Typisch ich. Mach die Schnorren auf. Letztendlich sind wir mir und meinen Weg gehen. Meinen Weg geht dorthin. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen von Jessica, also musikalisch, als auch persönlich. Sie ist zwar schon anfangs eine sehr zurückhaltende Frau. Im Laufe der Dreharbeiten habe ich gemerkt, dass es doch schon eine ganz coole ist, auch eine ganz lustige. Und was ja auch nicht selbstverständlich ist, sie kommt mit meinem Humor zurecht. Das geht nicht. Das sah jetzt aus, als wenn du es nicht abwarten kannst. Im Stehen noch reingehen. Ich habe schon länger Songs aufgenommen, habe aber noch nichts mehr gemacht. Und darum die neuen Videoclips. Und ich bin total gespannt und freue mich riesig auf etwas Neues. Alles dreht sich im Kreis, die Zeit rennt uns davon. Was ist uns schon geblieben? Karussell, die in dieser Location, wo wir das jetzt gedreht haben, das ist mein Ex-Partner. Und er hat mich eigentlich auf dieses Thema gebracht, Karussell, einen Song zu schreiben. Und dann bin ich zu Charlie Bereiter gegangen und wir haben diesen Song geschrieben. Für mich ist wichtig die Qualität der Aufnahmen, des Arrangements. Ich versuche immer sehr musikalisch die Dinge einzuspielen. Also nichts einfach so, dass der Endkonsument auch merkt, dass da viel Herz im Studio dabei ist, was ich produziere. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich denke, Jessica ist auch angekommen bei ihrem Produzenten, beim Charlie Bereiter. Ich denke, dass die beiden passen einfach zusammen. Das ist schon geil. Ich muss das auf Hochdeutsch machen, oder? Ja. Eben, hä? Du weißt schon, dass das alles ins Making-of kommt, dann? Ja! Und ich habe das mit Danny Schönemann gedreht. Wie war es mit Danny Schönemann? Immer witzig, hä? Das ist eine gute Frage, ne? So. Und bitte. Ja. Soll ich raus?